Das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Passen soll es aber schon. Wenn wir das dann haben, machen wir das gleiche wie vorher. Umdrehen, abfräsen. Ich werde es jetzt aber trotzdem noch dazu festzwingen. Ja? Sicher ist sicher. Wenn wir das so weit haben, dann haben wir natürlich zwei absolut perfekte gleiche Teile. Und es ist auch wichtig, dass das nachher gut aussieht und vor allem auch gleich ist. So, in dem Stadium ist es natürlich gut, jetzt ist alles perfekt gleich, nachdem wir zwischen diesen beiden Platten Abstandsteile haben wollen. Die habe ich mir schon zugeschnitten. Das ist ganz einfaches Kantholz aus dem Bauhaus, unbehandelt. Kann ich mir jetzt natürlich wunderbar anzeigen, wo ich diese Abstandsdinger haben möchte. Denn jetzt ist es ja noch gleich. So, da bohre ich jetzt einmal senkrecht durch. Da habe ich an allen beiden Teilen die gleiche Markierung. Sollte ich halt auch die richtige Hülse nehmen. Aber ihr seht schon, wie gut das hält. Das hält wirklich. Das hält richtig gut. So. So, wie verbinde ich die beiden Platten jetzt? Ich suche mir die Mitte der. Herrgott, mal anspitzen. Ich suche mir die Mitte der Querhölzer raus. Dübelnei, Schraubenei, gut ist. So, hier ist die Mitte, ein Dübelnei, zusammenleimen. Ihr müsst jetzt natürlich hier wasserfesten Leim nehmen. Also wasserfest reicht nicht, ihr braucht D4 Leim. Ich nehme jetzt keinen, weil das Ding bei mir nicht ganzjährig draußen steht. Wenn das jetzt ganzjährig draußen stünde, dann müsste man sich schon überlegen, auch anderes Holz zu nehmen, gerade Lärche oder so. Aber das Zeug wird bei mir nicht dauernd draußen stehen, deswegen sehe ich da drüber hinweg. Ihr seht, das ist mal so ein schnelles Wochenendprojekt, das ihr machen könnt, wenn ihr jetzt gerade keinen Bock habt, auch zum Aldi zu gehen und euch eine Liege zu kaufen für 40 Euro. Dann baut ihr euch selber eine Holzliege. Ist jetzt auch nicht allzu viel Arbeit. Und auf jeden Fall besser als die vom Aldi. Behaupte ich jetzt mal. So, jetzt da noch eins drin, wie der Berliner sagen wird. Das ist aber schon riesig, das Ding. Da hätte man eigentlich eine Kürze machen können, gell? Das ist eigentlich schon sehr breit. Müssen wir ja schmäler machen, die Liege. Ist ja viel zu breit. Zack, und im Handumdrehen ist sie schmäler. Gehen wir so schnell im Video, gell? Wie breit ist sie jetzt? Bei mir ist sie jetzt 4,60 breit. Da kommen dann Platten drauf, die machen wir jetzt ja auch noch gleich. Dann ist die Liege insgesamt Liegefläche 75, bloß für die, die immer die Maße wollen. Ich habe hier noch, ihr seht, es sind ja keine Schraubzwingen dran. Ich habe hier noch Schrauben, mit dem geht's nicht, das ist eine Bohrertruppe. So, ich habe hier noch Schrauben zu den Dübeln reingemacht. Das hält dann wirklich für die Ewigkeit. Und noch viel weiter. Da sich es jetzt so aber natürlich schlecht liegt, ja, ist ja nichts drin, brauchen wir natürlich diverse Leisten, die wir da jetzt draufschrauben werden. Und die müssen wir jetzt erstmal machen. Die mache ich jetzt aus Lärche. Warum? Lärchenholz ist relativ gut für den Außenbereich geeignet. Das Ding hier eher weniger. Allerdings werden wir es nachher noch behandeln mit irgendeiner Pampe, die wir draufschmieren, dass das behandelt ist. Zumal es sowieso nicht Jahr ein, Jahr aus einfach nur nackt draußen steht. Das ist eine Sommerliege und die ist im Sommer draußen. Wenn da mal ein Regenschauer draufkommt, wird es das Ding schon aushalten. Also, dann würde ich sagen, machen wir mal die Leisten.
take you up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Leisten sind, sage ich mal, schon relativ viel Arbeit. Das andere geht so. Wir haben jetzt also wunderschöne Sprossenleisten, wie auch immer man sagen mag. Die könnt ihr natürlich auch aus anderem Holz machen. Ich habe das bestenfalls. Macht ihr das natürlich alles aus Lärche? Warum? Dann kann es ganzjährig draußen stehen. Ich habe es nicht aus Lärche gemacht, ja, weil ich jetzt nicht 8 Wochen für das Projekt brauchen kann. Ich möchte euch ja mit Filmen versorgen. Deswegen habe ich jetzt diese Platte genommen, die natürlich jetzt nicht perfekt für außen geeignet ist. Diese Leisten sind es aber und die werden auch nicht behandelt. Man könnte die jetzt noch ölen und was weiß ich. Allerdings, ich glaube, bevor die Leisten kaputt gehen, ist das ganze andere Ding kaputt. Jetzt haben wir die Leisten. Jetzt möchten wir die natürlich irgendwie hier montieren. Das heißt, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie wir die montieren. Ich hätte gesagt, wir schrauben diese Leisten, weil das ja auch relativ dick ist. Heißt, wir müssen diese ganzen Teile jetzt immer an der gleichen Stelle bohren. So, jetzt wäre es aber natürlich fürchterlich aufwendig, wenn wir jede Leiste an der gleichen Stelle markieren, uns das anzeichnen, ja, einfach einen Haufen Leisten, da bin ich mit Anzeichnen länger beschäftigt als mit allem anderen. Deswegen bauen wir uns die Vorrichtung. So, gerade wenn ihr wirklich so viele Teile habt, Leute, dann baut euch immer eine Vorrichtung. Was ist eine Vorrichtung? Ich zeige es euch mal in Nahaufnahme, ja, wenn es nicht runterfällt. Ihr seht, ich habe hier ein Holz hingespannt und hier. Das ist dafür da, dass dieses Holz immer an einer speziellen Stelle liegt und der Bohrer taucht immer an genau der gleichen Stelle ein, bei jeder Leiste, ohne dass ich irgendwas nachmessen muss. Spart mir natürlich einen Haufen Zeit, weil ich die Leiste nur nehme, hinlege, bohr, weitermache, bohr, als wenn ich alles anzeichnen muss und dann ausrichten und dann ist es nicht an der gleichen Stelle. Deswegen wirklich, Leute, wenn ihr mehr als 10, 15, 20 Bohrungen habt, dann macht euch immer eine Vorrichtung. Das dauert euch 2 Minuten und ihr habt euch einfach sau viel, ja, Zeit gespart und ihr habt es auch viel genauer. So, jetzt können wir die Leisten schon draufschrauben, aber das machen wir nicht, weil wir möchten das Ding ja erst noch auch lasieren oder lackieren, weiß ich noch nicht. Und das nächste ist, ich möchte dafür auch ein Untergestell haben. Warum? Naja, ich möchte nicht, dass das hier direkt auf der Wiese oder direkt auf den Steinen steht. Hat einfach den einzigen Hintergrund, dass das dann schneller kaputt geht, weil es natürlich keine Platte für den Außenbereich ist. Das heißt, wir machen uns jetzt irgendwie ein Gestell, wie weiß ich auch noch jetzt, dass das ganze Ding höher steht und das Gestell, das darf dann auch mit dem Boden in Kontakt kommen. Jetzt müssen wir uns aber erst mal überlegen, wie machen wir das Gestell eigentlich? So, in meinem jugendlichen Wahn habe ich überlegt, ich habe gestern so ein bisschen überlegt, wie könnte man das machen. Wichtig ist natürlich, dass die Liege von sich aus hinterkippen will. Weil sonst bringt es ja nichts, wenn ich es abstütze und die Liege will immer nach vorne. Also heißt, ungefähr hier muss der Drehpunkt sein, dass die Liege auch hintergeht. So, so schräg möchte ich es ungefähr haben, wenn hier der Drehpunkt ist. Kann ich mir ausrechnen, wie hoch dieses Teil jetzt sein muss. Das heißt, ungefähr hier muss der Drehpunkt sein. Bilde mir zumindest mal ein, das werden wir jetzt gleich sehen. 26, ja komm, machen wir 30. Boah, ich weiß ja auch nicht, ihr habt das ja auch noch nie gemacht. Das ist für mich ja auch alles neu. Ich denke hier, oder? Hier. Hier wird es schon reichen. Also 25 hoch machen wir es fertig aus. Das heißt, wie die Striebig gebracht hat damals, da war so Holzverschlag dran.
Und das sind die Balken. Ja, ich sehe gar nicht ein, warum ihr da jetzt neue Balken kaufen sollt. Die haben jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein paar Macken und sind in perfekt kurbelt. Ist mir eigentlich scheißegal. Aus dem Grund werden wir aus dem jetzt diesen Stand machen. So. Wie mache ich den? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Ja, schneiden wir jetzt einfach mal ab, dann sehen wir schon. Oder zumindest das Gestell, was ich bauen will. Ist gut geworden, ich habe jetzt noch vier reingemacht. Weil der Truppi wieder der Depp, ja. Beim einen Halter hat er die Dübel so gemacht, beim anderen so. Und dann dachte ich, komm, scheiß drauf, jetzt machst du die vier neu. Ja, geil, drum. Schaut wenigstens gut aus, dann kann man wenigstens nachsagen, ihr pfuscht. So, jetzt müssen wir natürlich bestimmen, wo Löcher reinkommen, wie, weshalb, warum. Geht ganz einfach, zeige ich euch. Also, Set is the Guard League. Warum ist hinten das längere? Naja, nach hinten wollen wir ja abgestützt sein. Ich übertreibe jetzt mal, wenn das hier hängt dann nachher und so ist, dann könnte das sein, dass das sich hebt. Glaube ich zwar nicht, aber... Und deswegen ist das längere hinten. So, wie schon vorher erwähnt, wir müssen jetzt natürlich unbedingt schauen, dass wir das Loch an eine Stelle machen, dass das Ding immer nach hinten kippen will, weil sonst kippt es halt immer nach vorne und lässt sich hinten nicht arretieren. Ich habe hier schon einen Punkt ausgemacht und den bohren wir jetzt. So, die Frage ist aber, wie kriegen wir die gleichen Löcher links und rechts rein? Im Idealfall bohrt ihr das natürlich, wenn das noch zusammenklebt, aber der Truppe hat noch nicht so weit gedacht, ihr wollt auch gar kein Gestell bauen, weil es zu viel Arbeit war, aber es geht doch. Ja, wir einfach nur ein Holzstück. Zeige ich mir hier die Linie an und drüben. Und dann messe ich nur hoch und das war's. Dann hoffe ich, dass ich das Loch an der gleichen Stelle habe. Alter, also meine geliebten Pharmak-Bohrer, die verwenden wir jetzt mal wieder. So, das hat ja ganz gut geklappt. So, wenn wir jetzt nicht everything total not really gut gemacht haben, dann passt das Ding nicht durch, aber wie ich sehe, passt das Ding. So. Ja, komm. Gut genug. Jetzt überlege ich aber gerade, sollen wir... Ne, ich glaube, das machen wir am besten. Ich überlege gerade, ob wir die Füße innen machen sollen. Ne, das geht ja gar nicht. Hat sich schon erledigt. Hack, die Vögel zwitschern draußen, als ob es nichts anderes gäbe, oder was? Ich film hier! Heiliges Blechle nochmal. So, jetzt bauen wir die Dinger noch kurz durch. Und zwar brauche ich eins ganz durch und eins halb. Dann kann man die Stange nämlich immer auf eine Seite rausziehen. Man muss das Ding ja auch irgendwie mal zerlegen können, wenn, keine Ahnung, irgendwann vielleicht mal. Schau,
ist hier eine Rakete, jetzt hebt man gleich ab zum Weltraum. Also wie ihr seht, das funktioniert wunderbar. Das Ding will immer nach hinten kippen. So, und wie machen wir jetzt die Feststellung? Ist einfach, wir machen jetzt hier Dübel rein und dann kann man die Stange fixieren, wo man gerne hätte, dass die Liege ist. Je nachdem, wie sie es gemütlich liegt. Dazu würde ich jetzt sagen, dass wir mal einen Plan reinkriegen. Das muss ja auch noch verbunden werden. Das heißt, das werden wir jetzt als erstes machen. So, ich würde mal sagen, das ist die erste Stellung. Jetzt zeichne ich mir einfach das Dübelloch an und dann werden wir nachher einfach die Dübel bohren, oder jetzt. So, ich halte mir jetzt halt einfach das Ding hier so hin, wie ich mir denke, dass es gemütlich ist. So, also hier. Und ganz runter. So, Liegeposition. Chillposition. So. Da wird auch immer wieder gefragt, Flugzeug vorbeifliegen, wenn ich bauen müsste, Flugzeuge fliegen. Ich werde auch immer wieder gefragt, was das ist. Das ist der Dübelo von ENT. Ja, ich zweckentfremde den immer als einfach als Bohrschablone. Bloß, dass ihr wisst, was das für ein Ding ist. So, wenn wir das dann soweit haben, dann können wir unsere Dübel einkleben. Ja, wenn die Dübel passen würden, gell, der Truppi wieder 14er Dübel nimmt und 12er Löcher bohrt, der Truppi. Das kann er nicht hinhauen. Ja, mei, ist egal, jetzt müssen wir die Dübel stangen, ich muss eher erst eine kaufen fahren, ist kein Problem. Aber wir machen es eher erst später rein, weil wenn wir das alles lackieren nachher, es ist eh blöd, wenn da Dübel drin sind, wegen dem Drüberstreichen. Aus dem Grund bin ich jetzt da gar nicht so böse, dass die Dübel nicht reingehen. Gut, dann geht's gleich weiter. So, ich habe jetzt mal kurz zu leisten gemacht. Kurz! Von wegen kurz! Dreiviertel Stunde habe ich gebraucht, die Dinger zuzubauen. Das war leicht, die Striebig ist ja mal geliefert worden. Ich verlinke euch mal rechts den Werkstatt-Vlog. Und da war so ein ganzes Holzgestell, wie schon vorher erwähnt. Und das war das Zeug. Und ich glaube, das ist auch leer, hier, wenn ich nicht ganz falsch liege. Also perfekt geeignet. Ich habe jetzt hier relativ große Holzstäbe eingeleimt, die sehr, sehr tief reingehen. Weil das hält ja nur an der ganz, also Stirnholz könnt ihr nicht kleben. Und dass das sehr weit reinreicht. So. Dann klebt man das mal zusammen. Dann haben wir das Gestell nicht mehr fertig. Dann kann man mit dem Lackieren anfangen. Hoffentlich. Irgendwann mal. Truppe, das hat schon Neid treffen. Vogel.